Mein Name ist Richard Ulrich, ich bin Krankenpfleger am Uniklinikum Frankfurt, habe lange auf der Intensivstation gearbeitet. Die Bedingungen waren schon vor Corona unerträglich. Immer mehr Patienten werden von immer weniger Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern versorgt. Auch um die Pflege herum fehlt es an Fachkräften, MTAs, Transportdienst und so weiter. Das geht zulasten der Patientinnen und Patienten. Die Gesundheitsversorgung leidet natürlich darunter. Aber das bezahlen natürlich auch die Beschäftigten mit ihrer Gesundheit. Die Hauptauseinandersetzung läuft natürlich im Betrieb. Wir werden das nur umsetzen können, wenn ein Großteil der Belegschaft sich hinter den Forderungen organisiert und auch gewerkschaftlich sich engagiert. Wir brauchen aber auch und vor allem die Unterstützung von der Zivilgesellschaft. Denn unser Kampf ist kein Partikularkampf, sondern es geht wirklich um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Und da jeder potenziell Patient oder Angehöriger ist, ist es auch im Interesse aller, sich unserem Kampf anzuschließen und zu unterstützen. Wir fordern den Vorstand auf, mit uns über einen Tarifvertrag Entlastung zu verhandeln, wie es ihn auch an vielen anderen Krankenhäusern mittlerweile gibt. Die ersten Verhandlungen sind Ende Juni, dann erst wieder im August. Ich denke, jetzt mit der Forderungsübergabe heute haben wir die Auseinandersetzung gestartet und es wird ein spannender Sommer. Von uns, das Beste für alle!